Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8, erste Lesung, Gesetzentwurf, Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes, Drucksache 209285. Wir haben vereinbart 5 Minuten Redezeit. Die einbringende Fraktion ist die FDP, also hat Herr Dr. Naas als Erster das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hoffe, dieses Thema ist etwas einvernehmlicher. Ich will versöhnlich beginnen und zunächst einmal sagen, dass wir in Hessen wundervolle Kulturdenkmäler haben, Bauten, die unter Denkmalschutz stehen und die auch zu Recht unter dem staatlichen Schutz, dem Denkmalschutz stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die FDP möchte diese Baudenkmäler, ich sage das zu Beginn, als Kulturpartei selbstverständlich erhalten. Und wir haben ja mit Ruth Wagner eine bedeutende Ministerin hier, die vieles auf den Weg gebracht hat. Und wir haben auch in diesem Bereich vieles vorzuweisen, das Landesamt für Denkmalpflege, natürlich auch die Denkmaltopographie, wo ja viele Denkmäler schon abgebildet sind, der Denkmalschutzpreis. Es gibt vieles mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen weiter diese Denkmäler fördern, und wir wollen sie schützen. Aber wir müssen auch die Denkmäler immer wieder modern begreifen, und wir wollen sie natürlich auch modern nutzen. Und zu einem modern nutzbaren Denkmal gehört heute selbstverständlich, wenn es sich um ein Wohnhaus handelt, dass man dort ein modernes Bad hat, auch im Fachwerkhaus. Selbstverständlich gehört auch ein moderner Brandschutz zu einem öffentlichen Museum im Schloss. Und selbstverständlich gehört auch Barrierefreiheit dazu. Sehen Sie sich z. B. die Burg Kronberg an. Da wurde extra, um hier einen Aufzug einzubauen, auch ein eigener moderner Turm errichtet. Also natürlich gibt es immer wieder auch moderne Nutzung eines Denkmals und damit auch moderne Antworten auf das Denkmal und die Substanzpflege. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und zu einem modernen Denkmalschutz gehört heute auch der Klima- und Ressourcenschutz, weil ansonsten die wirtschaftliche Nutzung gerade bei dem Wohneigentum in Denkmälern sonst gar nicht mehr vorstellbar ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen muss Hessens Denkmalschutz modernisiert werden, und deswegen braucht Hessens Denkmalschutz mehr Energie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bisher ist es so, dass § 9 Absatz 1 Satz 3 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes eine Güterabwägung vorsieht, nämlich zwischen den Belangen des Denkmalschutzes und eben den dort genannten Klima- und Ressourcenschutz. Der Klima- und Ressourcenschutz muss berücksichtigt werden. Das führt aber in der Realität sehr oft dazu, dass eben Ressourcenschutz und Klimaschutz eben hinten runterfallen und dass eine Photovoltaikanlage nicht genehmigt wird. Da gibt es viele Beispiele, die uns erreicht haben, aus unterschiedlichen Landesteilen, wo der Denkmalschutz sehr restriktiv war, obwohl nicht in die Gebäudesubstanz eingegriffen wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, in Zeiten wie diesen müssen wir alle Möglichkeiten der Energiegewinnung nutzen, nicht nur das Weiterlaufen der 3 Kernkraftwerke, wie Greta Thunberg das jetzt vorschlägt, sondern es gehört selbstverständlich, wir haben es ja diese Woche auch schon angesprochen, Kollegin Schardt-Sauer hat das gemacht, eine sinnvolle Wasserstoffstrategie dazu. Es gehört natürlich auch dazu, dass wir Flüssiggasimporte möglich machen und vieles andere. Aber es gehört auch dazu, Frau Ministerin, dass man vielleicht mal den Denkmalschutz in den Blick nimmt und auch hier vielleicht einen Schritt weitergeht. Denn viele Denkmäler weisen ein Dach auf, und zwar ein geneigtes Dach, was sich für den Klimaschutz sehr gut eignet. Und viele Denkmäler wären auch für eine Holzofenheizung geeignet. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir einen Schritt weitergehen müssen und dass wir immer dann, wenn es möglich ist, dann regelmäßig auch solchen Klimaschutz in und an Denkmälern genehmigen müssen.
und zwar immer dann, wenn es nicht zu erheblichen Substanzverlusten kommt und immer dann, wenn es nicht zu erheblichen ästhetischen Beeinträchtigungen kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dass es da nicht nur um Einzeldenkmäler geht, Frau Ministerin, sondern auch um den Bereich des Ensembleschutzes, also der Gesamtanlage, das will ich Ihnen mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Das ist das Gebäude der Bäckerinnung in Königstein. Und das ist ein völlig modernes Gebäude, wo man die Frage stellen kann, wieso darf da eigentlich keine Photovoltaik drauf? Nun hat die Bäckerinnung das beantragt. Es ist ihr aber nur die Hälfte genehmigt worden, und zwar aus Gründen des Denkmalschutzes bei diesem komplett modernen Gebäude. Warum? Weil es in einer Gesamtanlage steht. Und ich finde, an dieser Stelle kann man sehr deutlich sagen, das versteht kein Mensch mehr draußen, warum hier der Denkmalschutz über die Gesamtanlage eine solche Wirkung entfaltet, dass hier wirklicher Klimaschutz verhindert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt verschiedene krasse Fälle, nicht nur in der Altkönigstraße in Königstein, sondern auch an anderer Stelle. Und deswegen haben wir Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der hier einen Schritt weitergeht, der den Denkmalschutz erhält, was die Substanz angeht, was die überwiegende ästhetische Beeinträchtigung angeht, aber gleichzeitig auch deutlich macht, dass wir mehr Klimaschutz auch im Denkmalschutz brauchen. Wir haben diesen Gesetzentwurf am 4. Oktober eingereicht, letzte Woche. Und Sie können mir glauben, dass wir ihn nicht am 4. schnell geschrieben haben. Wir haben ihn auch schon etwas länger in der Mache. Aber Sie haben ja relativ schnell reagiert, denn Sie haben am 5. Frau Ministerin, einen Erlass dazu veröffentlicht. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Öffentlich. Und deswegen muss ich sagen, 24 Stunden später Opposition wirkt. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Und ich freue mich auch, dass wir hier an einem Strang ziehen. Herr Kollege, ist sich das gar nicht aus. Ich kann Ihnen diesen Gesetzentwurf nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank. Ja, wir bekennen uns schuldig, dass wir nicht auf die Uhr geguckt haben, der Redner aber auch nicht. Als nächstes Frau Alex. Tut mir leid, das dauert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Problem kennen viele von uns auch aus Erzählungen von Bekannten oder aus eigenen Erleben. Man hat ein altes Haus gekauft oder geerbt und es ist in die Jahre gekommen und es sind Modernisierungen anhängig. Und man muss sich auseinandersetzen mit der unteren Denkmalschutzbehörde und braucht eine Genehmigung. Und da gibt es in der Tat Konflikte. Die FDP möchte den Konflikt zwischen Denkmalschutzbelangen einerseits, Klima- und Ressourcenschutzbelangen andererseits durch ihr Gesetz auflösen. Nun glaube ich, dass die meisten von uns, die hier sind, sich für den Denkmalschutz und für das historische Erbe des Landes Hessen stark einsetzen. Außer natürlich denjenigen, zu deren politische Agenda es gehört, historische Ereignisse zu verzerren. Für die ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Ich traue uns auch allen zu, dass wir uns für Klima- und Ressourcenschutz einsetzen, außer natürlich denjenigen, denen ihre Sekte nicht erlaubt, an wissenschaftliche Ergebnisse zu glauben. Klassisches Beispiel ist natürlich die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und die Ministerin hat in der Tat, das hat mich auch ein bisschen verwundert, aber ich will das nicht werten, hat in der Tat kurz nach Einbringung der Eilausfertigung des Gesetzes dann am vergangenen Freitag veröffentlicht, dass selbstverständlich Photovoltaikanlagen auch auf denkmalgeschützten Gebäuden zu genehmigen sind.
ist damit aber der Antrag der FDP überflüssig geworden? Das glaube ich nicht. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Das Problem mit Ihrem Antrag ist, dass er ein bisschen etwas verkompliziert und dass er vielleicht nicht unbedingt die Entscheidungsfindung der unteren Denkmalschutzbehörden erleichtert und auch nicht, sagen wir mal, eine Gleichbehandlung über das Bundesland hinweg machen will. Denn bislang, meine Damen und Herren, ist die Entscheidung ja einfach. Ein Gebäude ist schützenswert. Und es gibt keine Genehmigung für eine Modernisierung. Ein Gebäude ist nicht schützenswert. Es gibt eine Genehmigung. Jetzt führen Sie aber eine dritte Kategorie ein. Die Kategorie heißt in hohem Maße schützenswert. Nun bin ich keine Juristin, aber ich glaube nicht, dass das ein fest definierter juristischer Begriff ist. Und das eröffnet, finde ich, Tür und Tor auch wieder von Interpretationen. Und eine Gleichbehandlung über ganz Hessen hinweg, glaube ich, kann damit nicht gewährleistet werden. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Es wird ja eine Anhörung geben. Und da werden wir sicher viel Sachverstand hören. Und einige hören ja auch auf das, was Ihnen dann die Spezialisten dort sagen können. Und in Abwandlung eines alten Spruches, wenn wir schlauer aus dem Landtag rausgehen, als wir reingegangen sind, dann hat das bisher noch nie geschadet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Alex. Andreas Hofmeister ist für die CDU der Nächste auf der Rednerliste. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich will zunächst einmal feststellen, dass wir in Hessen über ein Denkmalschutzgesetz verfügen, in Summe mittlerweile seit fast 50 Jahren, seit 1974, das zum einen den Rahmen setzt zur Bewahrung des kulturellen Erbes, aber was eben auch durch entsprechende Novellierungen auch immer wieder so weit angepasst wird, dass eine Weiterentwicklung und Nutzung von Baudenkmälern auch möglich wird. Und dieser Rahmen ist richtig gesetzt und wird natürlich stetig auch überprüft. Und ich will mal jemanden zitieren, der ja, in Hessen für den Denkmalschutz große Spuren hinterlassen hat, Gottfried Kieso, der erste Präsident des Hessischen Landesamtes für Denkmalpflege. Er sagte einmal, Denkmalschutz ist unser Dank an die Vergangenheit, die Freude an der Gegenwart und unser Geschenk an die Zukunft. Und wenn man diesen Leitsatz sich mal vor Augen führt, dann findet sich das auch im Denkmalschutzgesetz abgebildet. Und natürlich wurde dieser Rahmen, wie schon zitiert, immer wieder auch angepasst. Aber man muss sich dann eben auch fragen, wo macht es Sinn, ins Gesetz einzugreifen oder wo muss man vor Ort schauen? Und jeder von uns kennt die Fälle, wo die Debatte besteht zwischen dem örtlich zuständigen Denkmalschutz, dem Denkmalpfleger, Bezirkskonservator, bis hin dann zu der Frage, dass man das Landesamt eben einschaltet. Wie interpretiert man welche Auslegungsfrage? Wie interpretiert man welchen Absatz? Und wir haben deshalb ja auch schon 2016 bei der letzten Novellierung des Denkmalschutzgesetzes die Belange des Klima- und Ressourcenschutzes deutlicher hervorgehoben, die Berücksichtigung deutlicher sozusagen erkennbar gemacht als eigenen Punkt und dies hervorgehoben. Und ja, es macht aber auch Sinn, dass wir bei der Frage der Einzelfallbetrachtung bleiben. Denn Denkmalschutz, das hat nicht jeder auf dem Schirm, hat bei uns Verfassungsrang. Das ist nun mal auch ein Punkt, an dem man nicht so einfach vorbeikommt. Das heißt, eine pauschale Genehmigung von etwa in dem Fall Solaranlagen würde zu weit gehen. Aber wir sehen, dass in der Praxis offensichtlich noch Auslegungsfragen bestehen. Und deshalb ist es ja durchaus richtig, dass wir uns jetzt auf den Weg machen, diese Betrachtungsweise zu verändern. Und deshalb auch den Denkmalbehörden etwas an die Hand geben und sagen, bitte schön, wir haben auch in Summe geänderte Rahmenbedingungen und wir müssen hier ein Stück weit anders vorgehen. Und deshalb, Herr Dr. Naas, Sie haben am Anfang gesagt, Sie gehen davon aus, dass es, oder hoffen, dass es nicht so kontrovers ist. Ja, ich glaube, so kontrovers ist der Punkt nicht. Das Anliegen ist absolut nachvollziehbar, dass die Frage, wie wir an Kulturdenkmälern Solaranlagen erleichtert anbringen lassen, das ist nicht kontrovers, aber der Weg dorthin ist es. Und Sie haben es gerade so schön formuliert in der Frage, wann Sie Ihren Gesetzentwurf eingebracht haben und
Dann hat sich Angela Dorn des Nächtens hingesetzt und hat schnell die Richtlinie geschrieben und am nächsten Tag veröffentlicht. Also, Spaß beiseite. Genauso wenig wie Sie in 24 Stunden den Gesetzentwurf geschrieben haben, genauso wenig hat die Ministerin oder das Ministerium die Richtlinie erstellt und erlassen, sondern auch da sind Vorarbeiten nötig. Und deshalb zur Richtlinie selbst. Diese jüngst erlassene Richtlinie ist für die Denkmalbehörden im Hinblick auf die Genehmigung von Solaranlagen an und auf Kulturdenkmälern unmittelbar sinnvoller für die tägliche Anwendung. Sie stellt eben klar, dass im Sinne der Eigentümergenehmigung für Solaranlagen regelmäßig zu erteilen sind und führt aber auch aus, wie im Fall von erheblichen Beeinträchtigungen eines Kulturdenkmals vorzugehen ist. Und das geht um die Einzelfallbetrachtung. Es ist auch richtig so, dass man am Ende des Tages schaut, wo macht es Sinn, beziehungsweise dann auch aufzuzeigen, was ist denn die Alternative. Denn auch das ist in der Richtlinie niedergelegt, weitergehend, als es ein Gesetz eigentlich könnte, dass man nämlich sagt, gut, Eigentümer möchte dies, geht leider nicht, aber wir haben noch Möglichkeiten, beziehungsweise wir prüfen mit dem Eigentümer Möglichkeiten, wie man am Ende doch zu dem erwünschten Ziel kommt, nämlich Energieerzeugung regenerativ auch im Rahmen eines Kulturdenkmals zu ermöglichen. Und zudem, auch das sollte man beachten, die Entwicklung der Technik ist ja doch groß fortschreitend und da ist eine Richtlinie auch schneller angepasst, als es dann am Gesetzentwurf möglich wäre. Insofern, wir glauben, diesen Gesetzentwurf braucht es in der Form nicht. Das Thema wird uns begleiten. Wir werden uns das sicherlich im Ausschuss noch einmal alles zu Gemüte führen. Aber an sich das Anliegen wird umgesetzt und wird zunehmend Berücksichtigung finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der aufmerksame Leser dieses Gesetzentwurfs kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Fraktion der FDP hiermit in den Kernbereich der Agenda der GRÜNEN eingedrungen ist. Wir gratulieren Ihnen. Damit scheinen die Freien Demokraten dem Ziel, sich für eine Regierungsbeteiligung in der nächsten Legislaturperiode zu positionieren, näher gekommen zu sein. Vielleicht sollten Sie auch Ihre Farben ändern, denn wenn man Gelb und Grün mischt, erhält man einen Ton, der am ehesten als Gelb-Grün bezeichnet werden kann. Das würde zu Ihrer Gesinnung passen. Dann müssten Sie nur noch den Begriff Freie fallen lassen, zumal nur noch die AfD die einzige freiheitliche Partei in Deutschland ist. Aber kommen wir zu Ihrem Gesetzentwurf. Der von der FDP verbundene Anspruch, eine Grundlage für Einzelfallentscheidungen darzustellen, mutet befremdlich an. Hierfür eignen sich eher Rechtsverordnungen oder Verwaltungsrichtlinien. Zudem ist es eben nicht einleuchtend, wann ein Kulturdenkmal durch technische Einrichtungen zum Klima- und Ressourcenschutz nicht in besonderem Maße beeinträchtigt wird. Somit bietet dieser Ausdruck keine Rechtsklarheit. Besser wäre es, dass diese in § 31 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes zu implementieren, und zwar als eine entsprechende Rechtsverordnungsermächtigung. Dies müsste zudem insbesondere die operationalisierbaren Kriterien für die Nichtbeeinträchtigung eines Kulturdenkmals beinhalten. Na, warten Sie ab. Das Neue an der Novellierung des Gesetzes sind bestimmte Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz. Diese Kriterien sollen nun in die Genehmigungsliste zur Änderung eines Kulturdenkmals aufgenommen werden. Damit wollen Sie letztlich bei den Kulturdenkmälern den Klima- und Ressourcenschutz erhöhen. Dass nun auch beim Denkmalschutz solche Maßnahmen vorgesehen werden, sehen wir mehr als kritisch. Denn welcher Eigentümer will bei diesen kostenintensiven Maßnahmen noch ein unter Denkmalschutz stehendes Haus renovieren und restaurieren und damit unser Kulturgut erhalten? Das machen Sie damit so unattraktiv wie noch nie, aber hier schließt sich wohl auch der Kreis zu den Grünen, die ja bekanntermaßen auch kein Interesse am Erhalt unserer Kultur haben. Und das hat Ministerin Dorn in ihrer Pressemitteilung am 7. Oktober noch einmal klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Dort schreibt sie, dass, Zitat, die neue Richtlinie für Denkmalbehörden in Hessen klarstellt, dass Solaranlagen auf oder an denkmalgeschützten Gebäuden in der Regel zu genehmigen sind. Und weiter, auf dieser Basis legen wir mit der neuen Richtlinie fest, dass Denkmalschutz allein kein Grund ist, Solaranlagen nicht zu genehmigen. Das ist Kulturimperialismus in Reinform. Sie wollen uns Deutsche von unserer Kultur trennen. Doch das werden wir nicht zulassen. Und glücklicherweise kapieren das immer mehr Bürger, wie die Wahl in Niedersachsen deutlich gezeigt hat.
Doch die einst nationalliberale, dann wirtschaftsliberale FDP hat sich völlig vom Bürger entkoppelt und betreibt aus Machtbesessenheit nur noch grüne Politik. Wir freuen uns schon, dass wir bald auch in Hessen Ihre Parlamentssitze einnehmen können. Sollte es sich aber um ein Regelungsproblem handeln, was die FDP beheben möchte, dann ist die hier vorgelegte Regulierung ein weiteres Beispiel für inhaltliche Dürre und Unvollständigkeit. Dies alles gepaart mit Defiziten hinsichtlich der Erfordernisse der Rechtsförmigkeit. Diesen Gesetzentwurf kann man daher nur ablehnen. Denn er ist schädlich für jeden Investor und wird dazu führen, dass viele Gebäude verrotten wie einst in der DDR. Hoffentlich bekommen viele Bürger und Investoren mit, in welches Fahrwasser die FDP abgeglitten ist. Ihr Generalsekretär hat es ja schon erkannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Als Nächstes erteile ich Frau Schmidt von den Grünen das Wort, und danach kommt Frau Kula von den Linken. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Denkmalschutz und Klimaschutz sind auf den ersten Blick nicht immer leicht zu versöhnen. Auf der einen Seite steht die Ästhetik und die Authentizität von Baudenkmälern und damit verbunden ein großes öffentliches Interesse an unserer gebauten Umwelt. Auf der anderen Seite steht die Sanierung nach modernen Energierichtlinien und der individuelle Wunsch und der gesamtgesellschaftliche Auftrag, einen Beitrag zur CO2-Reduktion und zur Energiewende zu leisten. Eins aber ist klar: Die herausfordernden Klimaziele können wir nur mit dem vorhandenen Baubestand erreichen. Denn viele Kulturdenkmäler leisten ja schon einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. Sie sind langlebig, nachnutzbar, reparierbar und bestehen aus dauerhaften Materialien. Dadurch haben sie bereits eine enorme Menge an CO2 eingespart und sparen dies auch in Zukunft ein. Denkmalschutz ist Klimaschutz. In ihrem Gesetzentwurf fordert die FDP, dass Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz in die Liste der zu genehmigten Maßnahmen aufgenommen werden, damit die Ablehnung zur Ausnahme wird. Wir freuen uns, dass die FDP dieses Thema nun auch für sich entdeckt hat. Aber wir haben uns ja schon längst auf den Weg gemacht. Bereits mit der Novelle des Hessischen Denkmalschutzgesetzes 2016 haben wir den Weg freigemacht für die stärkere Berücksichtigung der Belange des Klima- und Ressourcenschutzes im Denkmalschutz. Wer eine Solaranlage an oder auf einem Kulturdenkmal errichten will, braucht dafür aber weiterhin trotzdem natürlich eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung. Dabei wird jeder Einzelfall einzeln und individuell geprüft und abgewogen. Und das ist auch richtig so. Wo das Denkmalschutzgesetz hierbei in der Vergangenheit leider oft zu eng ausgelegt wurde, hat das Land nun nachgelegt und setzt mit einer neuen Richtlinie an. Sie soll eine einheitlichere Anwendung durch die Denkmalschutzbehörden erleichtern und stellt klar, dass die Genehmigung zur Installation von Solaranlagen auf Kulturdenkmälern im Regelfall erfolgen soll. Damit bietet die Richtlinie für die Denkmalbehörden nicht nur eine größere Sicherheit bei der Anwendung des Denkmalschutzgesetzes, sondern setzt gleichzeitig ein Signal für die Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Klimaschutz. Denn die Klima- und Energiekrise machen eine grundlegende Neuausrichtung unserer Energieversorgung in allen Bereichen notwendig. Nicht zuletzt, um die vielen Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude dabei zu unterstützen, die Herausforderung steigender Energiepreise zu bewältigen. Wir wollen ermöglichen, nicht verhindern. Hessen ist damit vielen anderen Bundesländern einen großen Schritt voraus. Und das ist auch gut so. Und auch im Haushalt können Sie ganz konkret sehen, dass wir die Dinge anpacken. Denn die Energie- und Klimakrise machen einen schnellen Umbau der Energieversorgung notwendig. Um die Planungs- und Genehmigungsprozesse der Denkmalschutzbehörden zu beschleunigen, sollen deshalb im Rahmen des Doppelhaushalts zusätzliche Mittel für Stellen im Landesamt für Denkmalpflege bereitgestellt werden.
Auch arbeitet das Landesamt derzeit an einer Broschüre zum Thema Denkmäler und Solaranlagen, mit deren Hilfe sich DenkmaleigentümerInnen über die Möglichkeit denkmalverträglicher Lösungen zur Anbringung von Solarmodulen informieren können. Das Heizen mit Holz, das die FDP in ihrem Gesetzentwurf ebenfalls erleichtern will, sehen wir dagegen kritisch. Auch wenn Holz grundsätzlich einen Beitrag zur Wärmewende leisten und fossile Brennstoffe wie Öl und Gas ersetzen kann, bietet die energetische Nutzung von Waldholz unter dem Aspekt Klimaschutz keine Vorteile. Holz sollte zuerst für hochwertige und dauerhafte Produkte und erst am Ende einer kaskadenartigen Nutzung energetisch verwertet werden. Denkmäler sind Wissensspeicher, sie sind Vorbild für eine Kultur des Weiternutzens, sie stiften Identität. Deshalb müssen wir sie nicht nur lebendig erhalten, sondern auch für die Zukunft ertüchtigen und für die EigentümerInnen nutzbar machen. Denkmalschutz ist Klimaschutz, und die Errichtung von Solaranlagen ist künftig unkomplizierter möglich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Frau Kula für die Fraktion der Linken. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren heute einen Gesetzentwurf der Freien Demokraten, die das Denkmalschutzgesetz so ändern wollen, um es besser mit Klimaschutzmaßnahmen vereinbar zu machen. Das klingt ja auf den ersten Blick ja sinnvoll. Und so hört man doch vielerorts immer wieder von Problemen bei Genehmigungen von Photovoltaikanlagen oder energetischer Sanierung bei denkmalgeschützten Gebäuden. Prominente hessische Beispiele sind z. B. die Marburger Solarsatzung, ich habe da ja mal gewohnt, oder eben die neue Frankfurter Altstadt. Wärmedämmende Maßnahmen oder Solaranlagen sind oft auf den ersten Blick schwierig mit Denkmalschutz zu vereinbaren. So verändern sie das äußere Erscheinungsbild und den Charakter der Denkmäler. Und klar ist auch, wir müssen bei der energetischen Sanierung des Gebäudebestands in unseren hessischen Städten deutlich, den müssen wir beschleunigen, um die Klimaschutzabkommen auch nur annähernd einhalten zu können. Und das ist angesichts der vielen Kulturdenkmäler in unserem Bundesland, was ja was Schönes ist, aber eine echte Herausforderung. Allein in Wiesbaden sind 25% des Gebäudebestands denkmalgeschützt. Also die Freien Demokraten sprechen durchaus ein reales Problem an. Aber ob die Lösung, die sie vorschlagen, wirklich etwas an dem Problem ändern würde, da habe ich doch noch ein paar Fragezeichen. Sie wollen das Denkmalschutzgesetz ändern, indem sie, ich zitiere, technische Einrichtungen, die dem Klima- und Ressourcenschutz dienen und das Denkmal nicht in besonderem Maße beeinträchtigen, in die Maßnahmen aufnehmen, die durch die Denkmalschutzbehörde genehmigt werden müssen. Allein schon die Formulierungen technische Anlagen und in besonderem Maße sind allerdings auf der einen Seite sehr konkretistisch und gleichzeitig sehr weit auslegbar. Und wenn wir Klarheit schaffen wollen, wann Klimaschutz Vorrang vor Denkmalschutz haben soll, weil das wäre es ja dann, dann brauchen wir auch klare Formulierungen im Gesetz. Und außerdem stehen ja schon ähnliche Regelungen in dem Denkmalschutzgesetz drin. So ist jetzt schon eine Maßnahme genehmigungspflichtig, wenn das öffentliche Interesse an der beabsichtigten Maßnahme den Gründen des Denkmalschutzes überwiegt. Und Klimaschutz ist ja unbestritten, außer vielleicht hier ganz rechts außen, eines der höchsten öffentlichen Interessen. Und möglicherweise würde es sich deswegen auch anbieten, eher hier zu konkretisieren und den Klimaschutz an dieser Stelle im Gesetz explizit auch aufzunehmen. Und da bin ich auch gespannt auf die Rückmeldung der Sachverständigen in der Gesetzesanhörung. Wichtig ist aber auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Denkmalschutz und Klimaschutz keine Antipoden sind, sondern die Bewahrung und Pflege von Denkmälern nachhaltig und ressourcenschonend ist. Kulturdenkmäler stehen oft schon seit Jahrhunderten. In der Regel sind sie aus traditionellen, ökologisch verträglichen Baustoffen errichtet. Betrachtet man die Energie- und CO2-Bilanz ganzheitlich, sind denkmalgeschützte Gebäude sogar nachhaltiger als Neubauten. Deswegen ist es auch ein Beitrag zum Klimaschutz, Gebäudebestände zu erhalten und zu pflegen. Deswegen darf Denkmalschutz nicht verkürzt betrachtet werden und gegen energetische Sanierung und den Ausbau erneuerbarer Energien ausgespielt werden. Es geht nur Hand in Hand und nicht gegeneinander.
Und wenn man jetzt wirklich will, dass sich etwas bewegt bei der Energiewende und dem Ausbau von Photovoltaik- und Solaranlagen, dann ist eine solche Änderung des Denkmalschutzgesetzes auch eher das kleinste Rad, was man drehen kann. Wie steht dann eigentlich die Landesregierung zu einer Solarpflicht auf Neubauten in Hessen? In 10 von 16 Bundesländern gibt es solche Verpflichtungen schon oder sind geplant. Im grün mitregierten Hessen schweigen im Walde. Das Land hat ja immerhin jetzt eine Solarpflicht für eigene Gebäude beschlossen. Wir haben das ja vorhin schon andiskutiert. Und Schwarz-Grün lobt sich jetzt im Jahr 2022, dass sie dafür Gelder in den Haushalt eingestellt haben. Ich würde sagen, Touché, wenn aber die Klimaneutralität bis 2045 rückt bei diesem Tempo wirklich in weite Ferne. Und zum Schluss zu kommen, die Freien Demokraten beschreiben mit ihrem Gesetzentwurf ein reales Problem. Klima- und Denkmalschutz stehen sich in den Kommunen oft scheinbar unversöhnlich gegenüber. Aber die Vorschläge der FDP scheinen weder die realen Hindernisse bei der energetischen Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu beseitigen, noch wird der Relevanz des Denkmalschutzes für Nachhaltigkeit wird man hier gerecht. Deswegen, wir sind gespannt auf die Anhörung, sind aber zunächst einmal nicht gänzlich von Ihren Vorschlägen überzeugt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kohler. Weitere Wortmeldungen aus den Fraktionen liegen derzeit nicht vor, können auch nicht vorliegen. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es vergeht ja keine Debatte, ohne dass die AfD sich wieder zu irgendeinem Vergleich hinreißen lässt, der dem fast den Boden ausschlägt. Jetzt sagen Sie, wir würden mit Photovoltaik auf Denkmälern uns Deutsche von der Kultur trennen. Und mal, Herr Abgeordneter Grobe, das sagen Sie als Fraktion einer Partei, dessen Angehörige in Thüringen vor wenigen Tagen mit ausgebreiteten Armen auf dem Holocaust-Mahnmal posiert hat. Da erzählen Sie uns, wie man mit Denkmälern und Mahnmälern in dieser Geschichte umgeht. Ich finde das wirklich abscheuerlich. Jetzt würde ich gerne zum eigentlichen Thema kommen, wo wir tatsächlich ganz viele Fraktionen hier im Hause eine sehr gemeinsame Haltung haben. Und ich meine auch, dass wir eine sehr gute Lösung haben. Wir befinden uns in der Zeitenwende. Die Abhängigkeit von fossilen Energien ist uns drastisch vor Augen geführt worden. Die Klimakrise zeigt sich mit immer deutlicheren Herausforderungen. Mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit und Superlative sind nicht mehr genug. Deswegen müssen wir auf allen Ebenen die Ursachen angehen und den Ausbau der erneuerbaren Energien erleichtern. Das gilt eben auch für den Denkmalschutz. Deswegen haben wir schon weit bevor dieses Thema Zeitenwende genannt worden ist, uns angestrengt, mit dem Landesamt für Denkmalpflege entsprechend Lösungen zu suchen, um den Ausbau von erneuerbaren Energien und Denkmalschutz zu erleichtern. Wir haben schon einiges geschafft. In wenigen Tagen, Wochen wird es eine Broschüre geben, eine Solarbroschüre, die ganz anschaulich zeigt, wie einfach, wie gut man es schaffen kann, sehr gelungene, auf gelungene Art und Weise Solarenergie auf ein Denkmal zu setzen. Das ist sozusagen ganz wichtig, gerade für die vielen Menschen, die sich für solche Lösungen interessieren. Dann arbeiten schon wir länger zusammen, die Landesenergieagentur zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege, und haben jetzt aus diesen längeren Gesprächen und der Kooperation eine Beratungsoffensive gestartet. Im Doppelhaushalt 2023/24 haben wir Mittel eingestellt, damit genau dies passieren kann. Es geht sowohl um die Frage, ein Programm zur Solarenergie als auch städtebauliche Planungen, um genau diese Kooperation, die ich wirklich sehr gelungen finde, der Landesenergieagentur und des Landesamtes für Denkmalpflege so voranzubringen, dass die Menschen wirklich vor Ort gute Beratung haben, dass gute Lösungen best-practice-mäßiger Art gearbeitet werden.
Und dann haben wir die Richtlinie erarbeitet mit dem Grundsatz, und diesen Grundsatz finde ich sehr wichtig, dass eine Genehmigung für Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden regelmäßig zu erteilen ist. Und diese Richtlinie wird jetzt wirklich auch schnell Wirkung entfalten, weil wir damit eine klare, eine verbindliche Entscheidungshilfe für die Denkmalbehörden, die unteren Denkmalbehörden schaffen können. Ich bin Herrn Prof. Harznetter, dem ganzen Team wirklich unglaublich dankbar für die wirklich sehr engagierte Arbeit genau daran. Denn genau diese Entscheidungshilfen brauchen die unteren Denkmalschutzbehörden. Und auch, dass die Ausnahmen ganz klar beschrieben sind, nämlich nur bei erheblichen Beeinträchtigungen der denkmalgeschützten Gebäude soll eine Ablehnung in Betracht kommen. Und auch wir kennen natürlich viele Zuschriften von Problemen, die es gab. Denn zu oft wurde tatsächlich, da sind wir uns einig, das Gesetz zu eng ausgelegt. Deswegen war es so wichtig, mehr Sicherheit zu bringen. Und genau an dieser Stelle brauchen wir einen einheitlichen Rahmen. Und der ist tatsächlich an dieser Stelle sogar mehr, als das Gesetz liefern kann, weil wir damit sehr stark in die Praxis gehen können. Insofern ist das Anliegen des Gesetzentwurfs mit dieser Richtlinie vollumfänglich entsprechend berücksichtigt. Wir brauchen keine Änderung des Denkmalschutzgesetzes, sondern wir brauchen tatsächlich eine umfassende Strategie. Und genau in dieser Strategie sind wir. Die Richtlinie, die wir erarbeitet haben, setzt sozusagen die Grundlage. Dazu kommt die Beratungsoffensive, die gemeinsam mit der Landesenergieagentur auf den Weg gebracht wird. Die Solarbroschüre, die für einfach wirklich tatsächlich den Häuslebauer oder eigentlich in dem Falle ja denjenigen, der dann Häusle erworben hat, ist ja gar nicht dann der Bauer, sondern derjenige, der das entsprechend saniert, da gute Ideen bekommt, wie das eigentlich möglich ist, bis hin zu den unteren Denkmalschutzbehörden, die dann auch sehen, wie kann man das konkret tun, also sehr anschaulich, und die Kooperation mit unserer Fachexpertise der Landesenergieagentur. Da sehen Sie, dass wir da wirklich eine Gesamtstrategie entwickelt haben in den letzten Monaten, die uns hier wirklich weiterbringen wird. Und ich möchte auch mit dem Gleichen schließen, wie es hier ein. Jetzt habe ich keinen Ton mehr. Doch, jetzt habe ich wieder Ton. Auch schließen mit dem letzten Punkt, dass tatsächlich ganz wesentlich ist, dass Denkmalschutz erst einmal kein Widerspruch zu Klimaschutz ist, denn es ist am Ende ganz häufig gelebter Klimaschutz. Jeder Balken, der erhalten wird, alle Rohstoffe, die dort drin sind, die erhalten werden, die nicht noch einmal neu abgebaut werden müssen, ist gelebter Ressourcenschutz, ist gelebter Klimaschutz. Und daher freue ich mich, dass wir jetzt die Konflikte mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch sehr beherzt angehen und gute Lösungen schaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass die Redezeit ein bisschen schwierig ist. Aber Sie haben ja selbst die Uhr vor sich gesehen. Zur zweiten Runde hat sich Dr. Naas für die Fraktion der FDP gemeldet. Er hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Frömmrich, ich dachte, wir hätten doch da gewisse Überschneidungen an der Stelle, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Zunächst einmal möchte ich zum Kollegen Grobe sagen, ich bin der Ministerin sehr dankbar für Ihre Worte. Die Geschmacklosigkeiten will ich nicht weiter kommentieren. Aber ich will einmal eines klarstellen. Ja? Der Denkmalschutz ist selbstverständlich erst einmal ein Eingriff in das Eigentum, und zwar das Grundrecht auf Eigentum. Übrigens gerechtfertigt, weil wir den Denkmalschutz als staatliches Ziel sicherlich ernst nehmen. Aber es ist ein Eingriff ins Eigentum. Und niemand ist hier verpflichtet, sich Photovoltaik aufs Dach zu machen. Aber dann, wenn ich das möchte, wie bei anderen Häusern auch, dann darf es eben nicht sein, dass der Denkmalschutz immer im Wege steht, und zwar einer modernen Nutzung im Wege steht. Keiner sagt etwas bei Brandschutz, wenn der in den Denkmalschutz eingegriffen wird. Es ist genau dasselbe Prinzip. Auch hier geht es um eine moderne Nutzung. Es nützt uns nämlich nichts, wenn wir denkmalgeschützte Gebäude haben, die wir nicht mehr nutzen können, denn die sind dem Verfall ausgesetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will aber auch noch etwas zur Ministerin sagen. Selbstverständlich ist nach unserem Gesetzentwurf weiterhin eine Einzelfallprüfung notwendig. Selbstverständlich. Nur Regel und Ausnahme verkehren sich. Im Moment ist es einfach eine Abwägungsfrage. Und eine Möglichkeit der Abwägung ist der Klima- und Ressourcenschutz. Jetzt soll der Klima- und Ressourcenschutz gestärkt werden. So haben Sie unseren Gesetzentwurf auch verstanden. Und beide Entwürfe, nämlich Ihre Ausarbeitung, also am Ende Ihr Erlass oder Ihre Richtlinie und unser Gesetzentwurf
sprechen von unbestimmten Rechtsbegriffen, übrigens von denselben unbestimmten Rechtsbegriffen, ist nämlich wortwörtlich gleich. Und ich sehe Ihren Erlass auch gar nicht im Widerspruch zu unserem Gesetz. Man könnte sehr gut beides machen. Insofern freue ich mich auf die Debatte im Ausschuss. Es passt nämlich sehr gut zusammen. Eine Stärkung über einen unbestimmten Rechtsbegriff schon im Gesetz und die Ausarbeitung, so wie Sie das gemacht haben, in Ihrem Erlass. Und dass Ihr Erlass, das darf ich Ihnen noch kritisch am Ende sagen, auch nicht über jeden Zweifel erhaben ist, da möchte ich Ihnen mal ein Beispiel vorlesen. Da heißt es nämlich, eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals kann vorliegen bei einer Gefährdung der Statik eines Kulturdenkmals. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, das schreibt schon die Hessische Bauordnung vor, dass ich natürlich, wenn die Statik betroffen ist, ich keine Genehmigung erteilen kann. Und insofern hätte es da Ihres Erlasses auch nicht bedurft. Sie haben die Autonomie bei Ihrem Erlass. Das ist leider unserer gesetzgeberischen Kompetenz entzogen. Wir mussten das Vehikel des Gesetzes wählen, anders ging es nicht. Und ich finde den Gesetzentwurf nach wie vor sehr kompatibel, auch mit Ihrem Erlass. Und insofern ist das die Möglichkeit, vielleicht beides zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Für die Fraktion der AfD hat sich Dr. Grobe gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Ministerin Dorn, Sie haben vollkommen recht. Das Verhalten dieser Person in Thüringen ist absolut untragbar. Und da sind wir auch bei Ihnen. Und es wird auch eine entsprechende Ordnungsmaßnahme geben bis zum Parteiausschlussverfahren. Lieber Herr Dr. Naas, die Zukunft, die ist blau. Leider wird es viel Geld kosten, den Schaden und das Elend, welches die Ampel auf Bundesebene anrichtet, zu beheben. Aber für unser Kulturgut werden wir es gerne machen. Vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten mit der Drucksache 20-9285 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WKA überweisen.